So, da waren wir eine Weile in Gedanken. Aber leider ist mir noch nichts eingefallen, wie ich das alles am besten handhabe. Ich werde erstmal versuchen, solche Tränke herzustellen. Vielleicht fällt mir dann noch irgendwas ein und wenn nicht, dann muss ich diese halt ausrotten. Okay. Wieso gehen die Hunter bei mir ein und aus? Ach, das liegt bestimmt an den Bannern. Ich bin ja jetzt auch so ein Hunter. Cool. Ich wollte mir solche Verkaufsautomaten holen. Ich brauche die jetzt definitiv. Oh Mist. Ich hoffe, das reicht. Okay. Und das werden wir mal mitnehmen. Soweit ich weiß, ist das da, um Tiere zu transportieren. Hi. Gucken, ob sich hier was verändert hat. Entweder sind die Wolken kaputt oder das ist irgendwas anderes. Hierher. Hallo? Niemand da. Hallo? Hallo? Auch keiner da. Was mache ich jetzt? Oh, hier ist wieder so ein Wolfsband. Das brauche ich ja jetzt. Genau. Gleich mal alles einsammeln, was hier ist. So. Hi. Nee, die habe ich immer noch nicht. Eins. Was ist das eigentlich? Kaffee. Oh. Ja. Ja, hab alle. Ui, die sind günstiger gemacht worden. Eins, zwei, drei, vier. Wird wohl erstmal ausreichen. Hi. Du willst immer noch nicht mit mir reden, oder? Schade. Habt ihr hier in den Kisten was drinne? Nee. Hätte ja sein können. Ich muss mal so einen Burger essen. Wow, bin ich schnell unterwegs. Cool. Kann man ja
ja richtig schön schnell von A nach B reisen. Das fetzt. Hui! Au! Oh, der Herr Ramon. Hallo! Hallo. Haben Sie zufälligerweise schon das Glas? Das Glas, da gibt es ein kleines Problemchen. Ich habe Herrn Tobias darauf angesprochen, aber er hat es mir noch nicht zukommen lassen, deswegen. Schade. Das, ich könnte jetzt zur Sicherheit nochmal nachfragen. Nee, ich kann auch nachfragen, weil ich muss sowieso in die Mine, weil ich diesen schwarzen Stein brauche, der in der Stadtmitte ist. Ich möchte gerne die Wege so bauen, wenn das so okay ist für die ganzen Leute. Also für mich ist es okay, falls Sie. Und das sieht eigentlich auch recht schön aus. Ja, finde ich auch. Ja, dann ich gehe erstmal in die Mine. Schönen Tag noch. Ja, das sieht echt schön aus. Guten Tag. Fragen Sie mich, was er da tut. Um ehrlich zu sein, das sieht scheiße aus. Sie arbeiten ja auch in der Mine. Haben Sie zufällig den schwarzen Stein, der hier in der Stadtmitte verbaut ist? Kommen Sie mal mit. Wir Denn haben ein paar schwarze Steine. ich würde gern die. Oh Gott, ich bin zu dick. Ja, ist ein bisschen eng. Die Wege zwischen den Häusern und so weiter würde ich gerne so bauen. Das sieht richtig schön aus. Kommen Sie mal kurz. Ja, hier passt. Achtung, also ihr guckt dann eben da. Das ist, glaube ich, dieser Stein namens Der hier. Slate. Ups, das wäre dann der hier, aber der sieht ja noch nicht wirklich dunkel aus. Kommst du mal mit in die Stadtmitte, weil das Ja. sind die Slate-Steine sind zweimal unterschiedlich verarbeitet. Oh, da fragen Sie mich jetzt zu viel, Herr Ramon. Ach, Sie meinen dieses Jahr. Sieht vielleicht jetzt bei dem nicht so aus. Es Das sollte ist. aber derselbe Stein sein. Und Achtung. Ja, weil ich würde gern so einen 3 Meter breiten Weg haben, wo in der Mitte dieser Stein weiterverarbeitet ist und am Rand der. Ja, also mein, wieso, nee, ey, Oh, es tut mir leid, ich kann Ihnen bei den Leuten nicht helfen. ich weiß nicht, wie Sie mich irgendwann angreifen. Ja, komm halt hier rein, schönen Tag noch. Warum verkaufen Sie Knochen? Sie sind doch gar kein Jäger. Nee, ich misste nur aus. Ach so. Ich misste gerade nur aus. Ich kann Ihnen auch sagen, wie viel da drin sind. Da sind jetzt 18 Knochen drin. Und der Shop ist geschlossen. Wieso? Oh. Hey, danke. Oh, toll. Ich war jetzt im Dorf und hab für 2 Iron Coin Piles mir Vending, also so eine Verkaufsblöcke gekauft und hier sind die günstiger. Toll. Ja, aber es durch die Konkurrenz bei dem anderen Dorf. Ich habe den nämlich heute mit Zusammenarbeit vom Schmied und Tobias, wir haben daran getüftelt. Okay. Aber sehr viel billiger als beim Dorf sind die jetzt auch nicht. Und noch billiger können sie gar nicht werden, weil die Materialien allein schon so viel kosten. Wieso ist jetzt dieser Vogel da in meinem Haus drin? Ja, okay, ein Iron Coin günstiger. Piss dich.
Ich kann Ihnen bei den Huntern leider nicht helfen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, aber ich habe an meinem Haus Hunter-Banner hängen. Denn ich bin am gestrigen Tag, habe ich bei mir ein Buch gefunden und da sollte ich mich mit einem von den Huntern treffen und ja, ein paar Aufgaben erledigen. Und seitdem bin ich ein festes Mitglied von denen. Ach, und deswegen schwören die auch da um ihr Haus herum. Ja. Bloß, dass sie in mein Haus gehen sollen, darum habe ich die nicht gebeten. Na gut, die gehen in mein Haus und da verstehe ich wenig Spaß. Okay. Ja, wegen dem Slate. Was meinen Sie, wie viel ich für die Stadt brauchen werde? Für die Wege, die jetzt, also sie wollen ja nur die Wege verbinden, oder? Naja, ich würde auch gern hier diesen Trampelpfad wegmachen und zur Mine halt so einen schönen Weg daraus bauen. Klar. Und Schätzungsweise. das sind ja nicht nur diese festen Blöcke, das werden ja bestimmt auch Treppen und Stufen sein, die ich brauchen werde. Wenn man das überhaupt herstellen kann, alles. Da bei den Treppen bin ich mir unsicher, weil der Stein sehr brüchig ist. Okay, ich. Aber sonst ohne die Treppen schon so drei, vier Haufen. Ja, wenn Sie die fertig haben, wie macht man das? Also ich erkundige mich in der nächsten Zeit mal wegen der Verarbeitung der Steine. Ja. Kann ich Ihnen auch später einen Endpreis sagen. Okay, ja, das können wir so machen. Also wahrscheinlich läuft es nicht mehr als 10, 18 Münzen, 8 bis 10 Münzen so raus. Mehr wird das wahrscheinlich nicht. Okay, gut. Ja, dann tüfteln Sie mal. Ja, das ist mein Job. Ja, und ich werde mal schauen. Irgendwo muss auch noch das Gebäude für die Stadtwache hin. Apropos Stadtwache, da ist mir so eingefallen, gibt es hier überhaupt Gesetze? Weil irgendwie kloppt sich hier einfach jeder, der mal Lust hat. Wie, die hauen sich gegenseitig? Teilweise. Das darf aber nicht sein. Ja, dann brauche ich auch noch von diesen Stein dort, aus dem die schwarzen Bretter bestehen, auf jeden Fall was, damit dann können wir noch so eine Gesetzeswand oder so aufbauen. Sie meinen die dunkelschwarzen, oder? Ja, und die hier, das ist ja auch dieser Slate. Also die dunkelschwarzen kann ich Ihnen jetzt schon geben. Das wären ja dann mal 5 mal 15 Stück. Das wären dann auch, ja, das wären dann eine Eisenmünze. Ja, ich würde dann alles auf einmal kaufen. Vielleicht gibt es dann noch ein Ja, bisschen gut. Rabatt, weil es für die Stadt ist. Ja, lässt sich machen. Apropos, Sie haben hier einen Technikladen. Ich werde Bitte gleich. geben Sie mir nicht jetzt noch mehr Aufgaben. Nein, ich werde Ihnen aber gleich was vorbeibringen. Das habe ich nämlich gefunden. Ich denke mal, das werden Ja, Sie okay. eher brauchen als ich. Und ja, ich bin gleich wieder da. Ich sag nur zum Beispiel, die Schmiede hat jetzt zwei Aufgaben, die Mine hat zwei Aufgaben, der Holzfäller hat eine, nee, die Köchin hat einen Auftrag. Ich soll irgendwie alles gerade erforschen. Ich laufe nur von A nach B, nach C nach B. Dann machen Sie nur das Wichtigste. Die sind schon in der Was Reihenfolge geordnet, sollen Sie denn für natürlich. die Frau Köchin erforschen? Wie man Bäume pflanzt? Wow. Ja gut, vielleicht geht es das effizienter, aber sie hat sich irgendwas zum Verteidigen gewünscht. Weil sie nicht wirklich gut weil sie nicht wirklich gut kämpft. Das wäre dann später auch eine Ausrüstung für die Stadtwache. Dann soll sie sich einen Zaun um ihr Haus machen. Ist gar keine schlechte Idee. Ja. Aber ich lasse ruhig reden, so verdiene ich Geld. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Gut, sie durch den Zaun dann auch, aber. Ja, genau, daran habe ich gar nicht gedacht. Und zum Beispiel die Mine möchte so Rahmen haben, in denen man Gegenstände aufhängen kann, zur Beschilderung. Okay. Die sind ja auch aus Holz und ich glaube, dieser Tierhaut. Ja, das Problem ist, dass man da noch so Komponenten braucht, soweit bin ich auch, aber die halten irgendwie nicht zusammen. Wir haben mal zwei gefunden, das hilft mir ziemlich weiter, weil sonst wäre ich ganz auf dem Holzpfad, aber mehr gibt's nicht. Okay. Die habe ich erst ganz nach hinten gepackt, weil jetzt erstmal alle andere Sachen wichtiger waren. Ja, das glaube ich.
Ja, ich würde erstmal ganz schnell, ganz kurz in mein Haus gehen, das Zeug holen, was ich für sie habe, denn ich denke mal, sie Ja. werden damit wirklich mehr anfangen können. Falls Sie Holzreste haben, da mache ich ja überall gerade Werbung. Damit beheize ich meine Wohnung. Warum nicht mit diesem schwarzen Stein, aus dem die Fackeln bestehen? Weil ich so gleich den ganzen Müll entsorge. Bei unserer alten Stadt hatten wir ein riesen Müllproblem. Da standen dann überall so Kisten rum, und da gab es so eine Müllabfuhr oder so einen Fertigungsdienst, der die Kisten täglich geleert hat. Okay, Also nur falls sie mal irgendwie sich verbauen, keine Ahnung was. ja, ich werde bestimmt irgendwann mal was haben. Ja, Ja, bis ich, gleich. ja, bis gleich. Lass mich in mein Haus!